Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute über das Thema Creatives-Bilder für deine Kampagnen unterhalten. Und ja, dabei wünschen wir dir schon mal ganz viel Spaß. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich in diesem Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie schon im Intro besprochen, werden wir heute über das Thema Creatives, neudeutsch Bilder, über deine Kampagne sprechen. Und ja, ich habe mir den Marketing-Profi hier bei uns im Hause dazugeholt. Wir steigen mal direkt ein, worum soll es heute gehen? Du bekommst natürlich genauso mit wie wir, ja, dass Online-Marketing, Online-Werbung immer in so einem stetigen Wandel ist. Es gibt gefühlt tausende Trends, die jetzt immer neu dazukommen. Und wir als Agentur mit extrem vielen Partnern sehen natürlich, okay, wo sind jetzt gerade die Trends, was funktioniert, und wollen dich einfach mal so ein bisschen mit in diese Welt reinziehen, damit du verstehst, okay, ja, was funktioniert jetzt aktuell. Kommen wir direkt zum ersten Thema und eine Sache darf man nicht vergessen, und zwar Facebook existiert jetzt seit mehreren Jahren als Plattform, in den letzten Jahren auch ganz, ganz verstärkt als Werbeplattform natürlich eingesetzt. So die Nutzer, die jetzt Facebook, Instagram, TikTok haben, keine Ahnung, jeden Tag auf Google unterwegs sind, du musst einfach dir vorstellen, die haben sowas wie einen Werbefilter mittlerweile in ihren Augen. Ja, das heißt, alles, was nach Werbung schreit oder erstmal nach Werbung aussieht, das ist einfach eine Sache, die schnell überflogen wird. Ja, gerade hier auf dem Handy, wenn du mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger unterwegs bist, wenn das nicht sofort innerhalb von einer Sekunde irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommt, hast du keine Chance mehr. Und die Realität ist eigentlich auch, dass jetzt Creatives bzw. Bilder einfach den Großteil deiner Werbung ausmachen. Ja, das, was im Text steht, ist schön, ist auch für manche Leute relevant, die sie das durchlesen, aber das wird in der Regel nicht dazu führen, dass Leute wirklich auf deiner Werbung hängen bleiben. Und das Erste, was schon mal wichtig ist zu verstehen, ist sogenannter User-Generated Content, also auch hier wieder der deutsche Begriff, einfach Inhalte, die aussehen, als würden sie von Nutzern auf der Plattform kommen. Es gibt jetzt, wenn ich ganz normaler Nutzer bin bei Facebook, gibt es so zwei hauptsächliche Sachen, die ich sehe. Das ist einmal Werbung und einmal sind es Beiträge von meinen Freunden aus irgendwelchen Gruppen, aus Seiten, die ich folge, Leute, die ich like oder wie auch immer. Ist bei Instagram genau das gleiche, bei TikTok auch, beziehungsweise auf allen anderen Werbeplattformen. Es gibt immer den Content von Werbetreibenden, den du siehst, und es gibt immer den Content von normalen Nutzern von einer Plattform. So. Und was man sich als Werbetreibender jetzt auf die Fahne schreiben sollte, ist, seinen Content im besten Falle so aussehen zu lassen, als wäre es einer oder als wäre es, wie gesagt, User-Generated Content, also Inhalt, der von Nutzern auf der Plattform selber kommt, nicht von Werbetreibenden. Wir haben selber relativ häufig die Herausforderung, dass jetzt ein Partner von uns sagt, hey, ich habe hier 60 wunderschöne Bilder von meinem Hersteller bekommen, die schreien aber wirklich immer nach Werbung. Das Resultat ist relativ simpel. Klickrate ist extrem gering, also Klick wird einfach relativ teuer. Ich habe wenig Leute bei mir auf dem Funnel drauf und automatisch bekomme ich wenig Leads. Mein Leadpreis ist einfach teurer. So. Das heißt, was wir sehr, sehr gerne machen, ist natürlich solche Bilder zu verwenden. Die kann man immer gut nehmen, um das Branding auch ein bisschen zu pushen. Aber wenn du wirklich Leads generieren willst, mit denen du am Ende des Tages auch Geld verdienst, dann macht es wirklich Sinn. Und wie gesagt, für unsere Partner machen wir das, Content zu erstellen, Creatives zu erstellen, die aussehen, als würden sie von der Plattform selber kommen. Weil wenn ich jetzt Nutzer bin und ich habe das Gefühl, hey, da ist eine Werbeanzeige, aber sie sieht aus wie vielleicht irgendwas, was jetzt gerade ein Freund von mir geteilt hat, dann bleibe ich da eher mal stehen, beziehungsweise den Effekt, den ich am Anfang erklärt hatte, dieser Werbefilter, der tritt in diesem Moment gar nicht ein. Und es gibt noch viele andere jetzt Unterschiede zwischen Creatives, aber das ist schon mal so die erste goldene Regel, die ich hier mitgeben möchte. Der Kollege wird jetzt noch mal ein bisschen was zu den Creatives selber sagen, beziehungsweise dazu, ja, was jetzt heute ganz operativ einfach gut funktioniert. Ja, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist nicht immer das schönste Bild, Video oder was auch immer, das gewinnt. Das ist einfach Fakt. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns das ausdenken. Also wir haben ja viele Kampagnen, 700 Partner und wie viele 1500 Kampagnen oder mehr dahinter. Und man sieht einfach, wenn man regelmäßig die CTR zum Beispiel vergleicht, die Klickrate und so, dass immer, wenn der Content real aussieht, also normal. Das gilt jetzt nicht nur, klar hat der Nico da recht, was eine Person angeht, aber das gilt auch für Gebäude, das gilt auch für eine Terrassenüberdachung, für eine Haustür und so weiter. Wenn man sich die Zahlen vergleicht, dann ist eigentlich in 99% der Fälle wird die Haustür angeklickt, die mit dem Handy oder die halt mit der Kamera aufgenommen wurde, mehr angeklickt als die gefotoshoppte super Haustür mit dem perfekten Haus in der perfekten Umgebung. Und das ist letztendlich auch eigentlich das Geheimnis da drin. Wir sprechen eine Zielgruppe an. Klar, gibt es viele sehr wohlhabende Menschen, aber
Nicht jeder hat so eine Luxusvilla, wie das immer von den Herstellern gezeigt wird. Und genau das ist das Problem. Ein Interessent, der klickt gerne da, wo er sich selber auch drin sehen würde. Ja? Das heißt, wenn er da eine Haustür sieht in einem normalen Wohngebiet, sagen wir mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viel höher, zwar nicht garantiert, aber sehr, sehr viel höher, dass er darauf klickt, als wenn er die fertige Supertür sieht. Das, oder eine Methode, das herauszufiltern, was sozusagen die Winning-Ad ist, die Gewinner-Ad ist, ist, dass man immer parallel Kampagnen laufen lässt. Das heißt, man hat vielleicht eine Kampagne, wo man sagt, okay, da packe ich wirklich nur ein gewisses Budget und nur die Ads rein oder die Anzeigen, die Creatives, was auch immer, die, wo ich garantiert weiß, das funktioniert gut. Da habe ich schon eine Bestätigung, die bringt immer Leads, die würde ich auch nicht anfassen, die soll immer online bleiben. So, und jetzt habe ich parallel vielleicht Kampagne B, C und D, wo ich immer wieder verschiedene Sachen anteste, neue Creatives hinzupacke und sobald die erfolgreich sind und ich weiß wieder, okay, das funktioniert gut, nehme ich die einfach und packe die in die immer performende Kampagne. Das ist so ein kleiner Marketing-Hack, ist zwar nicht kompliziert, aber so banal es manchmal klingt, kommt man nicht so schnell drauf. Und zum Schlusswort vielleicht noch, wir haben ja gerade ein passendes Beispiel, da haben wir mit einem unserer Partner uns sehr auseinandergesetzt. Da war eine Anzeige, die ihm nicht gefallen hat, von uns. Und der hat sich gewünscht, dass wir sie überarbeiten lassen haben, einmal, zweimal, dreimal. Und am Ende hat diese eine Ad, an der wir so lange gearbeitet haben, was den Kampagnenstart verschoben hat, nicht performt. So, wir konnten dem Partner relativ schnell erklären, warum wir jetzt von Anfang an davon abgeraten haben, aber auf Kundenwunsch nachgegangen sind. Am Ende haben wir unsere Ad, die wir ja getestet haben, eingesetzt und die hat direkt performt. Das heißt, letztendlich hat unser Partner einfach 2 Wochen verloren, wo er Leads generieren könnte. Worauf ich hinaus will ist, außer dass du uns vertrauen solltest, dass natürlich nicht immer die schönste Ad gewinnt. Manchmal ist weniger mehr und das Unnormale oder das Normale ist dann effektiver als das perfekte Leben. Ja, schönes Schlusswort würde ich sagen. Von daher würde ich sagen, wenn du dich für das Thema interessierst, komm gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei. Wir machen diese Tests jeden Tag mit ja, relativ vielen Kampagnen, auch eigenen Budgets, die wir quasi von uns da reinstecken, um einfach zu gucken, okay, was funktioniert gerade am besten. Und unsere Partner sind halt die direkten Profiteure davon. Und wenn du auch dazugehören möchtest, wie gesagt, guck dir das Ganze an, trag dich ein für ein unverbindliches Erstgespräch. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin.